Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos sehr ausführlich mit Collections und den dazugehörigen Interfaces beschäftigt. Und wir werden uns in den folgenden Videos nochmal fortgeschrittene Methoden mit Generics anschauen und einen Mechanismus kennenlernen, der Reflection heißt. Ich möchte aber auf diese beiden Sachen auch mit einem Beispiel hinwirken, weswegen wir uns jetzt erstmal eine Klasse Farbe schreiben. Und diese Farbe möchte ich nach den RGB, also Rot-Grün-Blau-Komponenten, einfach zusammensetzen. Das ist ja ein übliches Format in der Technik. Und Rot-Grün-Blau gibt man eben üblicherweise in einem Wert zwischen 0 und 255 jeweils an. Das heißt, auch das mache ich hier bei meiner Farbe. Ich erstelle mir drei Felder, die eben ein Byte repräsentieren. Ein Byte hat halt ganz zufällig gerade 0 bis 255 als Wertebereich. Und ich mache hier eben rot. Grün und blau. Und diese Dinge oder diese Felder initialisiere ich mir eben über Parameter vom Konstruktor. Das heißt, auch hier kriege ich eben jeweils Bytes rein für die drei Werte. Und ich lege eben diese Eingabewerte einfach auf die Felder in diesem Konstruktor. So, damit wir noch lesend auf diese Felder zugreifen können, wenn das Objekt erstellt wird, erstelle ich mir dazu noch über mein Code-Unterstützungstool die entsprechenden Eigenschaften, die eben bloß Getter enthalten für Rot, Grün und Blau. Und die sind eben public, damit man von außen drauf zugreifen kann, und wir haben hier die übliche Get-Methode zum Auslesen des Feldes. Was wir jetzt hier gebaut haben, ist ein sogenanntes Immutable Object. Immutable heißt auf Deutsch eben nicht veränderlich, und dieses nicht veränderlich sagt aus, dass nach dem Erstellen eines Objekts dieser Klasse die Werte des Objekts respektive die Daten eben nicht mehr verändert werden können. Kann man ganz kurz sehen. Wir erstellen uns eben hier eine neue Farbe. Eben beispielsweise dieser Rotton hier. Ich setze Rot auf 128, die restlichen beiden auf 0. Und was ich jetzt eben nicht machen kann, ist, dass ich beispielsweise den Rotton auf 200 setze danach, nach der Erstellung des Objekts. Das ist nicht möglich. Ganz klar sehen wir hier, ja, diese Eigenschaft hat keinen Setter. Und noch deutlicher wird es, wenn wir das Feld anschauen, das ist Read-Only. Und Read-Only sagt ja aus, dass man eben diesen Feldwert nur innerhalb des Konstruktors setzen kann. Wenn wir uns stattdessen an den Mitarbeiter, an diese Klasse erinnern, wir können uns die auch nochmal kurz anschauen, dann sehen wir hier, das ist kein Immutable Object. Warum? Wir haben hier einen Setter, der eben public ist. Und wir haben dann eben die Möglichkeit, wenn wir einen Mitarbeiter erstellen, dass wir nach dem Initialisieren des Objekts eben zum Beispiel die ID setzen können und den Namen. Und das Gehalt und so weiter. Ja, und genau das ist eben der Unterschied zu Immutable Objects, wie wir es hier bei der Farbe sehen. Diese sind eben unveränderliche Objekte. Wenn ich eine neue Farbe möchte, dann muss ich mir dazu eben ein neues Objekt erstellen. Ein komplett neues. Es ist nicht möglich, dass ich ein bestehendes Farbobjekt ändere und damit eben eine neue Farbe hinbekomme. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum Immutable Objects? Wäre doch viel praktischer, wenn ich das auch im Nachhinein ändern könnte. Das ist ein gängiges Schema, was man eben bei Objektmodellen einsetzt. Also Sie kommen spätestens im Thema Software Engineering wieder an dieses Topic Value Objects und Immutable Objects. Und wenn ich gerade schon Value Object erwähnt habe, dann sage ich auch genau das, diese Farbe hier,
ist ein sogenanntes Value Object. Warum? Die Identität eines Farbobjekts legt sich eben direkt aus Rot, Grün und Blau fest. Und das sind genau diese Felder, die wir hier haben. Wenn wir uns zurückerinnern, die Equals-Methode und die GetHashCode-Methode von Object, von der Klasse wir ja implizit ableiten, die sagen ja, die Identität eines Objekts ist an die Speicheradresse, an der es liegt, eben angehaftet. Also wenn wir zwei Objekte erstellen, sind diese erstmal unterschiedlich, weil sie eben an unterschiedlichen Speicheradressen liegen. Das wollen wir jetzt aber ändern. Ich möchte dieses Konzept der Value Objects einfach nochmal am Hashset zeigen. Ich mache es einfach mal hier. Ich mache mir mal ein Integer-Hashset und wir wissen ja noch von den Collections, dass ein Hashset eben eine Menge ohne Duplikate ist. Das heißt, wenn ich versuche, zweimal dasselbe Element einzufügen, wie ich das beispielsweise jetzt hier mache, und dann schreibe ich mir noch eine generische Methode, die eben dieses ausgibt. Hier machen wir T, weil wir die dann bloß einmal aufrufen müssen. Und hier gebe ich dann eben aus dieser Aufzählung die Sachen bloß auf der Konsole aus. Dann sehen wir eben hier, dass wenn wir diesen Code hier ausführen, dann ist es wohl offensichtlich so, dass die 3 nur einmal im int-Hashset ist, weil wenn wir hier erneut add aufrufen, dann merkt eben das Hashset, hey, ich enthalte bereits die 3, deswegen füge ich diese nicht nochmal in meine Menge hinzu. Wenn wir dann dieses Programm tatsächlich laufen lassen, dann sehen wir, dass das Hashset tatsächlich bloß die 3 und die 5 enthält. Und genau das gleiche erwarte ich auch von der Farbe. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Farben-Hashset mache, und in dieses Farben-Hashset jeweils eben neue Farbobjekte reinsetze, also beispielsweise wieder dieses Rot, dann nehmen wir eben einmal einen gewissen Blauton beispielsweise und dann wieder Rot. Also genau das gleiche Muster wie hier oben. Auch hier würde ich intuitiv erwarten, dass dieses Objekt hier unten nicht eingefügt wird, weil ich eben diese Farbe Rot schon mal in diesem Hashset enthalten habe. Dann können wir natürlich auch hier dieses Hashset ausgeben. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier genau passiert, indem wir jetzt durch diesen Code debuggen. Also wir bauen erst das Int-Hashset auf. Und wichtig, wir haben hier jetzt gesehen, dass eben das Int-Hashset den Count 2 hat, nicht 3, wie wir das erwarten würden. Wenn wir jetzt aber weiter debuggen und uns dieses Farben-Hashset erstellen und hier dann auch eben die letzte Farbe hinzufügen, dann sehen wir, ups, dieser Count ist 3 und nicht 2, wie wir das erwarten würden. Und wenn wir diese Farben hier ausgeben, dann kriegen wir eben auch 3 Schleifendurchläufe bei dieser For-Each-Schleife zusammen. Und genau das wollen wir aber nicht. Offensichtlich fehlt hier bei dieser Farbklasse noch was. Und genau das werden wir jetzt einrichten. Wir überschreiben erstmal toString, damit unsere Farbe besser ausgegeben wird.
Dazu setze ich String Format ein, um eben einen formatierten String zu geben. Und ich sage hier eben, das ist R, das ist G und das ist B. Das ist natürlich die 2 rein und hier die 1. Und hier gebe ich dann eben Rot an, Grün und Blau für diese Platzhalter im formatierten String hier vorne. So, das hat jetzt nicht unser Problem gelöst. Das ist, sieht bloß besser aus, wenn wir uns das jetzt auf der Konsole anschauen. Was wir tatsächlich machen müssen, ist die Equals-Methode von Object überschreiben. In dieser wird nämlich festgelegt, ob ein anderes Objekt genau unserem Objekt entspricht. Das heißt, wenn wir bei dieser Equals-Methode true zurückgeben, dann heißt das für andere Komponenten, wie zum Beispiel dem Hashset, dass das übergebene Objekt hier und das Objekt, was hinter this, hinter dieser Referenz steckt, eben gleich ist. Und was wir jetzt natürlich machen müssen, ist, wir haben hier was vom Typ Object. Das hilft uns nicht viel weiter. Was wir als erstes schauen müssen, ist, dass wir dieses Object eventuell mal versuchen, als Farbe zu casten. Das heißt, ich mache hier eine Variable andere Farbe und ich versuche, diesen Parameter Object als Farbe zu interpretieren. Nun kann ich mir hier nicht sicher sein, dass dieser Cast wirklich funktioniert hat. Der As-Operator, wie wir wissen, gibt ja null zurück, wenn das nicht funktioniert. Das heißt, ich überprüfe jetzt auch, ist die andere Farbe null? Wenn das der Fall ist, na, dann war das andere Objekt mal jedenfalls keine Farbe und ich kann dann eben sagen, nee, dieses andere Objekt ist nicht zu mir identisch. Wenn diese andere Farbe aber nicht null ist, dann können wir jetzt auf deren Rot-, Grün- und Blau-Werte zugreifen und die vergleichen wir jetzt einfach hier direkt innerhalb dieser Funktion. Das heißt, wir gehen auf andere Farbe.rot, wenn das gleich unserem Rot ist und wenn bei der anderen Farbe der Grünton gleich unserem Grünton ist und wenn bei der anderen Farbe eben der Blauton gleich unserem Blau ist. Wenn diese drei Sachen eintreffen, dann ist es eben so, dass das andere Objekt genau identisch ist zu unserem. Und dann könnten wir jetzt auch erwarten, dass eben bei diesem Hashset diese untere Farbe gleich der oberen Farbe eben angesehen wird, weil nämlich Hashset die Equals-Methode aufruft, um eben zu überprüfen, ist dieser Wert, den ich gerade hier als Argument bekomme, eigentlich schon in meinem Hashset drin. Deswegen versuchen wir jetzt nochmal hier direkt zu debuggen. Und schauen uns jetzt mal an, was hier passiert, ob wir diese Farbe jetzt rausgefiltert bekommen vom Hashset. Und wir sehen, nein, das ist nicht der Fall. Wir haben immer noch count gleich 3. Das heißt, dieses Einfügen der letzten Farbe wird immer noch nicht als identisch mit dieser ersten Farbe erkannt. Das ist ziemlich doof. Woran liegt das? Nun, nicht nur die Equals-Methode sagt etwas über die Gleichheit von Objekten aus, sondern, wenn wir jetzt hier mal über den Tooltip gehen, der hier bei diesem Fehler kommt, dann sehen wir hier, dass diese Klasse Farbe überschreibt zwar die Object.Equals-Methode, aber wir kriegen hier auch gleich noch den Fehler, dass wir GetHashCode nicht überschreiben. Und das ist das, was uns hier noch fehlt. Man könnte es auch am Namen erkennen, dieses Hashset hat seinen Namen nämlich, weil es grundsätzlich erstmal die GetHashCode-Methode aufruft. Und auch die werden wir jetzt überschreiben. Und nochmal zur Erinnerung, was macht GetHashCode? Die stellt eben für ein Objekt einen Integerwert bereit, der eben identifiziert oder einen Identifier abgibt, welchen Wert das Farbobjekt hier enthält, in diesem Fall.
Also was macht das Hashset eigentlich intern? Das ruft erstmal auf, wenn eben dieser Add hier aufgerufen wird. Für alle Objekte, die schon in meiner Collection sind, rufe ich erstmal GetHashCode auf. Und GetHashCode funktioniert so, dass wenn eben zwei Hashcodes unterschiedlich sind von zwei Objekten, dann heißt das auch, dass diese Objekte an sich unterschiedlich sind. Und GetHashCode geht natürlich in der Standardimplementierung bei Object erstmal genauso von der Adresse aus, die oder von der Speicheradresse aus, an dem eben das Objekt liegt. Das heißt, wir müssen auch noch GetHashCode anpassen, damit wir eben auch hier eben Rot, Grün und Blau als Werte reflektiert haben. So, und was man jetzt hier eben machen kann und üblicherweise macht, ist eben, dass man von Rot den Hashcode sich besorgt und den XOR kombiniert mit Grün.getHashCode und Blau.getHashCode. Das ist das Übliche, was man in Value Objects macht. Man macht einen bitweise XOR auf die Hashcodes eben der verschiedenen Felder, die eine Klasse enthält. Und dieses XOR sorgt dann eben dafür, dass ein bestimmter Hashcode zurückkommt. Und was wichtig ist, wir kriegen jetzt eben denselben Hashcode, wenn Rot, Grün und Blau bei beiden Objekten gleich sind. Also letztendlich vollzieht diese GetHashCode-Methode ihre Berechnung nach den gleichen Grundprinzipien wie diese Equals-Methode. Equals vergleicht eben Rot, Grün und Blau auf beiden Objekten und GetHashCode setzt eben seinen Rückgabewert aus Rot, Grün und Blau zusammen. Okay. Dann, wenn wir das jetzt gemacht haben, dann sollte eben jetzt Hashset genau nach unseren Vorstellungen funktionieren. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Methode gehen, dann sehen wir tatsächlich, dass unser Farben-Hashset auch bloß zwei Einträge enthält. Das heißt, dieser dritte Eintrag, dieses Rot, wurde herausgefiltert. Nochmals, Hashset geht so vor, dass erst die GetHashCode-Methode aufgerufen wird, um zwei Objekte zu vergleichen. Wenn diese Hashcodes gleich sind, dann muss man eben zusätzlich noch die Equals-Methode aufrufen, um festzustellen, ob diese Objekte wirklich gleich sind. Also die Logik ist eben nochmal, wenn Hashcodes von zwei Objekten gleich sind, dann können sie gleich sein, müssen aber nicht. Normalerweise kommt es nämlich bei GetHashCode zu einer Informationsverschränkung. Das heißt, wir bilden einen Informationswert ab, aus dem man normalerweise nicht mehr die eigentlichen Felder, wie in unserem Fall, die eben für diese Berechnung genutzt wurden, zurückrechnen kann. Hier könnten wir das tatsächlich anders machen und dieses Vorgehen ist auch nicht das größte aller Möglichkeiten, um eben einen Hashcode zu erzeugen. Da gibt es noch viel speziellere Verfahren, aber auf die möchte ich jetzt erstmal nicht eingehen, damit wir uns auf die grundsätzliche Funktionalität von GetHashCode und Equals eben fixieren können. Wenn der Hashcode aber unterschiedlich ist, und das wäre eher standardmäßig eben bei diesen Objekten, wenn wir diese Methoden nicht überschreiben, weil eben dieses Objekt hier oben an einer unterschiedlichen Speicheradresse liegt als dieses Objekt hier unten und GetHashCode gibt nun mal eben bloß einen Hashcode zu einer Speicheradresse zurück. Deswegen wurde das vom Hashset nicht erkannt, dass dieses Objekt gleich ist zu diesem hier oben. Nachdem wir das aber überschrieben haben, wird dann eben festgestellt, aha, diese Objekte haben denselben Hashcode, dann rufe ich auf beiden mal Equals auf. Und hier haben wir nach genau demselben Prinzip eben Rot, Grün und Blau bei den beiden Objekten verglichen und wir geben True zurück, wenn eben diese Fälle eintreten. Und jetzt haben wir eben für unsere Klasse Farbe genau das gleiche Verhalten, wie wir es für diese Integer-Werte hier haben.
Und wir könnten uns natürlich auch ein String-Hash-Set bauen, damit wir sehen, das ist vollkommen unabhängig erstmal, ob das Strukturen, also Wertetypen oder Referenztypen sind. Auch hier können wir jetzt eben in dieses String-Hash-Set eben mal Hallo. Welt. Und das hier beispielsweise reinsetzen. Und auch hier werden wir eben sehen, wenn wir bis zu dieser Stelle debuggen, dass auch im String-Hash-Set hier unten zu sehen eben nur zwei Elemente drin sind. Ja? Also das ist ein Value-Object, nennt man das Ganze. Value-Objects sind eben genau dann gleich, wenn ihre, also sämtliche Felder, die sie besitzen, bei zwei Objekten denselben Wert haben. Genau das nennt man Value Objects. Und um Value Objects eben sinnvoll einsetzen zu können, muss man die GetHashCode-Methode und equals auf jeden Fall überschreiben, damit das Ganze funktioniert. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns dann in den nächsten Videos noch genauer mit Equals und GetHashCode auseinandersetzen. Und ich sage jetzt erstmal bis bald und auf Wiedersehen.